Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Parallax. Ich freue mich, dass ich zum einen wieder für euch etwas aufnehmen darf und dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit der heutigen neuen Folge. In der letzten Folge hat sich die Anne ganz beharrlich mit ihrer Schwester, die ein SH-311 geworden ist, beschäftigt und sie meinte, dass das Wort Milch, dass wir als Catherine Jenkins Echos ja kennengelernt habe, ja hieße und dass das Wort Not nein bedeutet. Das Ganze hat sie über eine Tomate herausgefunden, die sie dann immer wieder hochgehalten hat und so die gesprochenen Worte dahingehend interpretiert. Wir haben dem Ganzen nun bei ein paar weiteren Fragen als stille Zuhörer beigewohnt und ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt, denn wir hatten dann noch die Möglichkeit, dass wir noch ein paar andere Sachen mit Anne besprechen konnten. Und da hat sie uns erzählt, dass sie von noch keinen ihrer Freunden irgendwie etwas gehört hat. Und da bin ich ja sehr hellhörig geworden, denn die Laura hatte uns ja ursprünglich den Auftrag gegeben, dass wir irgendwie mit ihr versuchen, Kontakt aufzunehmen. So, meine Lieben. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt weitermachen können. Wir gucken einfach mal. Ja, okay. Ach, siehste, genau. Da haben wir gar nicht weiter geantwortet. Also, bis später. Ja, das später ist zwar jetzt, aber... Ja, bis bald. Pixeldörte, aufwachen! Oha. Ja, brennt es? Nee. Lucy hat etwas Unglaubliches gemacht. Okay, was hat sie? Ein Backflip. Hat sie wieder gesprochen. Ich denke, also dass das blödsinnig ist, wissen wir alle, oder? Hat sie wieder gesprochen? Ja, vielleicht. Aber ich denke, wir fragen wirklich allgemein eher erstmal, was denn? Etwas Unglaubliches. Ich flipp aus. Komm schon, los. Was denn? Mir war langweilig und ich habe beschlossen, das Handy aus dem anderen Zimmer zu holen. Es hing sogar noch an der Ladestation. Ich habe es Lucy dann oben durch die Tür gegeben und plötzlich macht es bei mir Pling. Milch! Hä? Okay, das ist schon ziemlich krass. Und wenn mir nicht gerade ein Fremder eine Einkaufsliste schreibt, glaube ich, dass das Lucy war. Ja, oder Anne kriegt jetzt einfach auch die Echos von Catherine Jenkins. Ich finde es gerade sehr, sehr verwirrend. Ja, das würde ich sie eigentlich fast fragen. Ich weiß ja nicht, ich meine, sie glaubt ja, dass das ihre Schwester war. Ich denke, wenn der Absender Catherine gewesen wäre, hätte sie uns das ja gesagt, dass da irgendwie etwas komisch gewesen sein soll. Aber ich glaube, wir nehmen das trotzdem einfach mal. War der Absender vielleicht eine Catherine? Was? Nee, keine Ahnung, wessen Handy das hier mal war. Ist einfach eine unbekannte Nummer. Was nehmen wir jetzt? Ich denke, wir fragen erstmal, was tut Lucy? Nichts weiter. Lucy hält das Handy in der Hand und starrt einfach nur drauf, als ob sie durch Telepathie damit schreibt. Und jetzt keine Witze darüber, bitte. Also, du hast mir jetzt schon viele verrückte Sachen erzählt, aber das kann ich beim besten Willen nicht glauben. Ich weiß, ich meine, das entbehrt jeder Logik. Telepathie. Ja, meine Lieben, das glaube ich ja auch nicht wirklich, dass das Telepathie ist. Ich habe aber momentan auch noch keine andere Erklärung dafür. Aber Telepathie schließe ich eigentlich aus. Ja, was wählen wir da jetzt aus? Wenn wir dürfen ja auch nicht vergessen, so lange haben wir den Kontakt zu Anne ja noch nicht und die wird uns ja jetzt auch noch nicht so zu 100% glauben. Ich weiß nicht, ob sie dann nicht mauert. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube wirklich nicht, dass es Telepathie ist. Abwegig? Doch, ich finde das eigentlich momentan schon ziemlich abwegig. Mich würde eher interessieren, was sie selber dazu sagt, ob sie das glaubt.
Also, glaubst du es selber nicht? Ich weiß nicht mal, was ich glaube. Denkst du wirklich, das war Lucy? Mich! War das Lucy? War das Lucy? Lucy! Mich! Vielleicht ist es ja auch, aber Laura, die sich da jetzt reingeklickt hat. Ach, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich absolut verwirrt von diesem Spiel bin und finde, das ist doch eine sehr schöne Szene, da ich wirklich gerade sehr verwirrt bin. Ich kann es nicht einordnen, deswegen kann ich dazu auch gerade überhaupt nichts sagen. Ich habe auch keine Theorie, die dazu irgendwie... Das ist doch ein Trick. Note. Ich hoffe ja, dass uns da jetzt im Hintergrund vielleicht die Laura mal wieder geschrieben hat. Nee, schwarzes Brett. Okay, was möchte es denn? Wir sind erfreut, Ihnen mitzuteilen, dass wir den Täter dank Ihrer zahlreichen Hinweise überführen konnten und einen Großteil der gestohlenen Vorräte nun wieder in unserer Hand ist. Es besteht daher kein Anlass zur Sorge bezüglich einer Lebensmittelknappheit. Unsere Versorgung bis zum nächsten Abwurf ist gesichert. Okay, mich würde jetzt interessieren, wer war das? Okay, das kriegen wir so nicht raus. Wir haben einmal einen Peter oder die Deborah. Ich glaube, mich interessiert nämlich, was wirklich mit solchen Leuten passiert. Was passiert denn mit den Dieben? Man kann ja nicht mehr ruhig schlafen, wenn man weiß, dass solche Menschen hier frei rumlaufen. Das Vorgehen in dieser Sache wird derzeit noch intern erörtert. Okay. Ja, mitbestimmt. Also wenn, das finde ich gar nicht so gut, weil ich meine, das ist ja trotzdem so eine kleine Gruppe und ich glaube nicht, dass das für die entsprechenden Diebe dann wirklich sehr gut ausgehen würde. Das finde ich viel passender. Aber wir haben ein Recht darauf zu wissen, ob die Diebe noch unter uns sind. Wir melden uns zeitnah mit weiteren Informationen und bitten um Ihre Geduld. Ihr habt gut reden. Die Helfer müssen ja nicht mit Verbrechern in einem Zelt schlafen. Ich bitte zu bedenken, dass niemandem Gewalt angetan wurde und es sich wahrscheinlich nur um eine Verzweiflungstat handelt. Mich interessiert ja, ob die wirklich den Lukas jetzt als Schuldigen da herausbekommen haben, dass er da Pudding geklaut hat, also wenn es darum überhaupt geht. Das wäre ziemlich krass. Vielleicht war es nur der Mann von der schwangeren Frau, der ihr etwas extra Essen holen wollte. Dafür hätte ich schon Verständnis. Wir bitten, von Verdächtigungen abzusehen. Wie gesagt, der Täter wurde bereits identifiziert. Okay, na gut. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal wieder, was die Anne so macht. Also entweder höre ich jetzt Stimmen oder da war eben eine Art Lautsprecherdurchsage. Hä? Wie Lautsprecher, wo? Genau so. Die Richtung ist schwer auszumachen. Ich verstehe auch nichts. Soll ich mal nachsehen, woher das Geräusch kommt? Ja, aber pass auf. Klar, sieh nach. Naja, also ich meine, ohne weiteres, also ich plädiere natürlich schon dafür, dass sie da jetzt nachgucken geht, aber ich würde ihr ganz gerne, bevor ich ihr sage, ja, mach das, noch ans Herz legen, hey, pass aber auf. Da wir diese Möglichkeit nicht haben in diesem Satz hier, wähle ich das schon mal nicht. Nee, am Ende verläufst du dich nur. Das ist auch ein sehr valider Punkt. Ich glaube, wir nehmen eher das. Nee, am Ende verläufst du dich nur. Stimmt, und dann wären Lucy und Finn alleine. Mist, ich warte erstmal ab. Wer sollte überhaupt Lautsprecherdurchsagen machen? Lockt das nicht die SH-311 an? Entweder Idioten oder jemand mit einem guten Plan. Vielleicht evakuieren sie uns ja jetzt. Was würdest du dann tun? Ich könnte eh nicht mitgehen wegen Lucy. Die kann ja schlecht unter Menschen.
Das heißt, sie würde ernsthaft wegen ihrer Schwester dableiben. Okay, das finde ich echt heftig. Aber ich glaube, was wählen wir da jetzt? Richtig, aber das können wir ihr jetzt nicht so an den Kopf knallen. Das wäre natürlich ziemlich krass. Das können wir nicht tun. Also für dich und Finn wäre das aber vielleicht besser. Dort gibt es Lebensmittel, Medikamente und Schutz. Und hier gibt es auch Essen, einen randvollen Medizinschrank und keine Menschen. Ich finde meine Variante irgendwie besser. Ja, die Aussage hat absolut recht. Aber das können wir ja auch nicht so an den Kopf knallen. Ich glaube, wir probieren das wirklich eher über eine andere Taktik. Vermisst du denn nicht Menschen, mit denen du reden kannst? Nö, eigentlich nicht. Okay, und was sind wir dann jetzt gerade? Hey, pennst du schon? Nee. Ich kann Lichter sehen. Ich glaube, das sind Scheinwerfer. Scheiße, nicht, dass ihr Zombie-Tobi jetzt wieder zurückkommt und versucht, sie zu holen. Nee, aber eigentlich, naja, Routinen, ne? Ach, ich weiß es nicht. Scheinwerfer? Irgendwo im Wald hinter dem Hotel. Ich sehe nur immer mal etwas zwischen den Ästen leuchten. Vielleicht ist das ja jetzt Laura, die irgendwie hinkommt. Ich habe gerade keine Ahnung, was da passiert, aber finde es sehr, sehr spannend und sehr gruselig, meine Lieben. Was machst du jetzt? Lichter aus, mich totstellen und die beobachten. Das hätte ich genauso gemacht. Was siehst du? Warte. Die Lichter bewegen sich nicht mehr. Die haben wohl angehalten oder so. Ich höre Schüsse! Kannst du dich verstecken? Ich sitze in einem dunklen Hotelzimmer. Reicht das nicht fürs Erste als Versteck? Jetzt ist es aber wieder still. Naja, ich melde mich, sobald wieder was passiert. Diese Nacht bleibe ich auf jeden Fall wach. Na Gott sei Dank ist das Kind offensichtlich nicht wach geworden, ne? Hey, sorry, ich bin irgendwann eingenickt und als ich wieder aufgewacht bin, war es bereits hell und ich sehe nichts mehr. Das ist ja blöd. Vielleicht hättest du ja noch gesehen, in welche Richtung die weiterfahren. Ja, dumm gelaufen. Hallo, das hätte jedem passieren können. Ja, da hast du recht. Mir hätte das auch passieren können. Ja, es ist nun mal passiert. Naja. Aber man schläft doch nicht ein, wenn es um etwas Wichtiges geht. Pass mal den ganzen Tag auf einen Dreijährigen auf, dann reden wir mal über Schlaf. Ah, verdammter Mist! Was denn jetzt schon wieder? Da ist ein Jeep auf der Straße. Wie ein Jeep? Was für ein Jeep? Oh, okay. Ja, super! Scheiße! Vielleicht fahren sie ja auch vorbei, wenn das Motel so verlassen aussieht. Das Teil war sicher schon vorher renovierungsbedürftig. Bestimmt gucken die hier rein, allein wegen der Vorräte. Auf den Hof ist gerade ein Jeep gefahren. Shit, shit, shit. Wir wissen ja auch nicht, wer das jetzt ist, ne? Was tun wir? Verstecken oder verschwinden? Ich meine, verschwinden, wenn das mehrere sind und wenn die schießen, ich glaube, dann treiben wir sie in den sicheren Tod. Und wenn dieses Teil wirklich so verwirrend ist, was da die Räume betrifft, hätten wir immer noch Chancen. Ich meine, wenn sie die sehen kann. Jetzt mal logisch überlegt, wenn sie die sehen kann, dann können wir die ja auch erstmal beobachten und abchecken, was das da für Leute sind, die da kommen. Vielleicht sind die uns ja positiv gestimmt. Wir wecken aber eher irgendwie negative Dinge und Schussbereitschaft, wenn wir da jetzt
kopflos losrennen und die einfach blind auf uns losschießen, weil sie denken, wir sind eine SH-311, was wir ja nicht sind. So, ich glaube, daher würde ich ihr eher raten, jetzt erstmal sich zu verstecken und da erstmal hoffentlich zu beobachten, weil flüchten oder eine Flucht können wir immer noch in Angriff nehmen. Ich hoffe, das ist jetzt eine kluge Taktik. Ich glaube, wir fahren so. Versteck Lucy. Und wo? Hilfe! Naja, aber Lucy, ich meine, ich hoffe natürlich, dass sie sich auch selber versteckt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, keine Ahnung, wo wir Lucy verstecken sollen. Wo könnte man einen Zombie verstecken? Im Kleiderschrank? Finde ich gar nicht so schlecht. Du hast keine Zeit, die muss im Zimmer bleiben. Finde ich eigentlich noch besser, weil ich meine, wenn wir jetzt anfangen, mit Lucy körperlichen Kontakt aufzunehmen, ja nicht, dass Anne dann selber noch infiziert wird. Im Auto, ja, das ist viel zu weit im Bett, das finde ich auch schwachsinnig. Ich glaube, du hast keine Zeit, die muss im Zimmer bleiben. Und mir ist wichtig, versteck du dich auf jeden Fall. Versteck du dich, Anne. Nimm den kleinen Jungen und versteck dich. Anne? Yes, die sind weitergegangen. Die sind an der nächsten Tür. Was? Die sind schon im Motel drin? Ja. Boah, ich hab echt Schiss. Ich auch, meine Liebe, ich auch. Und ich kann dir das echt gerade... Ich würde da absolut sterben, ne? Oh Mann, Leute, ich habe wirklich richtig Angst, ne? Kann ich verstehen. Anne? Scheiße, Finn hat genau, als die am Gehen war, drüben in seinem Zimmer etwas zerdeppert und losgeheult. Fuck. Mach die Spracheingabe an. Vielleicht kann ich dir helfen, wenn ich weiß, was sie sagen. Ja. Scheiße, ich habe richtig Angst. Weil wir wissen ja auch nicht, was das für Leute sind. Vielleicht sind die uns hier positiv gestimmt. Vielleicht sind das ja wirklich Leute, die irgendwie Evakuierungen starten. Und wenn die dann sehen, dass da Überlebende sind... Ich weiß es gerade nicht. Ich kann es nicht einordnen. Ich hoffe nur, dass das irgendwie wirklich gut ausgeht. Ich hoffe es so sehr. Lukas, so, na, was ist da los? Hallo, Lukas. Schon wieder jemand Unbekanntes. Okay, jetzt wird's echt strange hier, ne? Wer sind Sie? Meine Freunde nennen mich Frank. Was? Frank Chibas. So sieht er aus. Es sieht nach einem Geschäftsmann aus, würde ich mal jetzt tippen, oder? Der Frank? Und ich hoffe, dich auch bald zu meinen Freunden zählen zu können. Okay. Ich schließe nicht schnell Freundschaften. Bedauerlich, ein stabiles Netzwerk aus Freunden ist nahezu unentbehrlich für Erfolg. Womit wir zum Punkt kommen. Ich bin gut vernetzt, auch hier im Lager. Das bedeutet, ich sehe, was dir und deinen Kollegen verborgen bleibt. Und ich habe viele Freunde, die mir ein paar Gefallen schulden. Okay, wie, die ihm ein paar... Was meint ihr mit Gefallen? Also wenn Leute irgendwie sowas sagen, dann denke ich immer gleich an Auftragsmord. Wieso erzählen Sie mir das? Es ist unschwer zu erkennen, dass die Situation im Lager zunehmend aus dem Ruder läuft. Deshalb möchte ich euch meine Hilfe anbieten. Okay, erstens, wie sieht deine Hilfe aus? Zweitens, wer bist du? Drittens, was willst du dafür haben? Okay, sehr skurril. Ja, so klingt es, oder? Der aus reiner Menschenliebe helfen will. Aber ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn du das gleich irgendwie einem unbekannten Menschen so an den Kopf knallst. Vor allen Dingen, wir dürfen ja auch nicht vergessen, die stehen sich ja jetzt nicht gegenüber. Das heißt, die schreiben sich ja nur. Und wenn sich das zwei Menschen nur schreiben, finde ich das erst recht falsch, solche
Annahmen über eine Person zu treffen, das ist ja genau wie ihr zum Beispiel seht mich vielleicht in einem meiner wenigen Videos, wo man mich sieht und trefft ein Urteil über mich. Ja, das gibt zwar vielleicht so ein gewisses Bild von mir, aber es ist immer noch was anderes, denke ich, als wenn wir jetzt persönlich aus dem Stegreif irgendwie ein Gespräch miteinander führen würden. Also denke ich mir so jetzt zumindestens, ne? Mich interessiert eher ja, wie er uns unterstützen will. In welcher Form wollen Sie uns denn unterstützen? Wir können es uns nicht leisten, dass so etwas wie der Diebstahl noch einmal vorkommt. Ich habe die Leute, die euch fehlen, um hier im Lager die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich dachte als Aufwandsentschädigung an ein paar einfache Gefälligkeiten, vor allem die Versorgung betreffend. Also, ich sorge hier mit meinen Leuten für Ruhe und du sorgst für mein Wohlbefinden. Klingt doch nach einer Win-Win-Situation. Sowas habe ich mir fast schon gedacht. Hört sich so ein bisschen nach Mafia irgendwie an, oder? Das kann ich nicht allein entscheiden. Ich werde zunächst mit der Leitung darüber sprechen. Tu das, Lukas. Sarah? Ich brauche deine Entscheidung in einer Sache. Da bin ich ja gespannt, was die Sarah dazu sagen wird. Okay, können wir das bitte kurz via Handy klären? Ja, bitte, damit wir auch schön mitlesen können. Sagt dir der Name Frank etwas? Ich weiß, wer das ist. Was will er? Bevorzugte Behandlung. Ja, eigentlich will er ja genau das. Er sagt, er könne uns helfen, Ordnung zu wahren. Das hat er ja gesagt. Er will, natürlich will er bevorzugte Behandlung, aber im Endeffekt, wenn er wirklich über Leute verfügt, um gewisse Ordnung irgendwie herzustellen, ja, richtig. Willst du dafür natürlich was haben? Aber ich stelle mir gerade erstmal die Frage, ob dieser Diebstahl nicht vielleicht inszeniert worden ist von diesem Typen. Versteht ihr, was ich meine? Dass er jetzt ankommen kann und sagen kann, ey, irgendwie in eurem Lager läuft irgendwas nicht so rund. Aber ich hätte die Leute, um das in Ordnung zu bringen. Das hört sich für mich gerade sehr inszeniert an. Ich glaube, wir nehmen einfach wirklich erstmal das hier. Er sagte, er könne uns helfen, Ordnung zu wahren. Im Austausch für... Er will dafür ein paar Gefälligkeiten von uns. Was hast du ihm gesagt? Dass ich erst mit dir reden muss. Gut. Frank T. Bass ist ein Mann, den man nicht vor den Kopf stoßen sollte, wenn es sich vermeiden lässt. Seine Familie hat sowohl altes als auch neues Geld und sein Netzwerk erstreckt sich über weite Teile von Politik und Wirtschaft. Wir müssen sehr genau überlegen, was wir ihm antworten. Ich habe es fast befürchtet gehabt, meine Lieben. Und wie das Ganze weitergeht und was wir antworten werden, ja, auch da werde ich an dieser Stelle nochmal ein bisschen nachdenken. Das werden wir hoffentlich in der nächsten Folge herausfinden. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Nein, eigentlich haben wir ja Wochenende. Okay, ach, ihr seht's, ich bin verwirrt. Also, macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, meine Lieben, und das war sie auch leider schon wieder, unsere heutige Folge von The Parallax. Und ich hoffe natürlich, dass ihr etwas Spaß damit gehabt habt, auch mit dem kleinen Versprecher am Ende. Ja, so läuft das manchmal. Wobei mich wirklich sehr interessiert, was da mit der Anne passiert, ob die da vielleicht trotzdem irgendwie mit in die Evakuierung muss. Zumindest wird es das nächste Mal wirklich sehr skurril, denn die Folge habe ich auch schon fertig. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, da es da doch das ein oder andere gibt, was ich so noch nicht logisch in einen Zusammenhang bringen kann. Aber das werden wir bestimmt hoffentlich alles herausfinden. So, meine Lieben. Und auch bald wird es hier auf diesem Kanal mal wieder ein paar andere Sachen geben. Ich hatte einfach unwahrscheinlich viel zu tun, wie ich denke auch der ein oder andere von euch da draußen. So, deshalb umso mehr müssen wir diesen heutigen Tag, den Sonntag, genießen und entspannen. Ich hoffe, das könnt ihr auch. Bis dahin, seid ein wenig dirty und genießt das. Tschüss!